Hallo Freunde, ich bin's Flo, willkommen zurück zu einem Video bei Flo Motion Time. Und im letzten Video hatte ich ja den DeLorean aus Zurück in die Zukunft, quasi der Gewinner aus der Abstimmung, und hier habe ich quasi jetzt den Verlierer, und zwar das wandelnde Schloss von Super Decay. Man kennt sich schon auch eine Setnummer K138. Kam hier in so einem schönen braunen Karton, war eine Folie außenrum, ich habe oben schon mal aufgeschnitten und da drin sieht man auch das Set schon. Ich habe noch nicht rausgeholt und das machen wir jetzt nämlich mal, wir holen es jetzt einfach mal direkt raus. Also es handelt sich wie gesagt um das wandelnde Schloss von Super Decay mit der Setnummer K138, steht auch dick drauf. Und da haben wir auch schon den wunderschönen Karton. Da seht ihr es, direkt vorne drauf, das wandelnde Schloss, sehr schön aus dem gleichnamigen Anime, das wandelnde Schloss, oder im Englischen House Moving Castle, oder im original japanischen Haru no Ogokuro Shiro. Was mir auch direkt auffällt, der Karton sieht natürlich sehr schön aus. Drücken wir auch hier direkt als Geschenkverpackung nehmen. Wir haben hier Japanisch drauf. Allerdings, lustigerweise auch, man kennt es ja, wie beim letzten Set Zurück in die Zukunft. Wie hieß es nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Return to the Future, so hieß es, ne? Statt Back to the Future. Haben wir hier auch so eine kleine Umwandlung. Und zwar fällt mir oben direkt auf, normalerweise heißt es, wie gesagt, Haru no Ogokushiro. Und hier steht Haha no Ogokushiro. Also selbst im Japanischen wird dann wohl doch umgewandelt, weil man wahrscheinlich sonst auch hier Probleme hat. Da es mit Sicherheit nicht offiziell lizenziert ist, hier sieht man mal die Rückseite vom Karton. Er sieht schon mal sehr schön aus. Das gefällt mir. Ja, wie gesagt, ist mit Sicherheit nicht offiziell lizenziert und es handelt sich auch wahrscheinlich um einen geklauten Mock. Da es diesen Mock gibt von Martin Leku Designs, heißt der Mocker, glaube ich. Bis vor kurzem konnte man auch die Anleitung noch bei Rebrickable für dieses Set kaufen. Jetzt ist sie auch verschwunden, wie bei dem DeLorean auch. Ich weiß nicht warum, ob es dann dort vielleicht doch Absprachen gab, mit Super Decay zum Beispiel, ob dann doch da eine Entlohnung gab und deswegen dann die Einladung nicht mehr verkauft werden. Keine Ahnung. Oder ob es einfach nur aus Trotz ja nicht mehr verkauft wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich verlinke es euch trotzdem nochmal. Auf seinem Instagram-Konto könnt ihr noch Bilder zu diesem Set finden. Wie gesagt, auf Rebrickable gibt es nicht mehr. Wieso auch immer, ich weiß es nicht. Und dann machen wir einfach mal diese wunderschöne Schachtel auf, würde ich sagen. Das geht nämlich einfach so, zack, und schon ist sie offen. Also die Schachtel gefällt mir, mal ausstehen, ne? Nee. Also die sieht sehr schön aus. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Hier haben wir nochmal das wandelnde Schloss. Wie gesagt, ein Anime vom Hayao Miyazaki. Studio Ghibli. Kennt man ja. Hier haben wir die Tütchen und ich kipp das mal einfach alles mal aus. Zack. Stellen wir das beiseite. Und hier oben haben wir die Anleitung. Das sieht schon mal sehr schön aus. Und offenbar 7 Bauabschnitte. Und was ich da auch schon gesehen habe, sind jetzt 7 Bauabschnitte. Und hier offenbar ein Lightbrick ist auch enthalten. Und wie viele Seiten haben wir? 75 Seiten. Also das hält sich in Grenzen. Teileanzahl weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, weil sie nirgendwo draufsteht. Aber ich glaube, es waren so um die 1200, irgendwas im Dreh. Ich muss noch mal gucken, aber ich blende es natürlich ein. Und ich zähle mal schon die Tüten durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Tüten. Und wo ist der Lightbrick? Wo ist der Lightbrick? Ist der irgendwie mit drin? Ich habe ihn nämlich noch nicht ausmachen können. Na, der wird hier hoffentlich irgendwo drin rumschwirren. Ja, da ist er. In Tüte 1 oder was auch immer. Mit Batterie? Ja, mit Batterie. Sehr schön. Also, ihr kennt's. Ich mache die Tütchen auf. Fangen wir den Aufbau an und wir sind zum Fazit wieder. Also, viel Spaß und bis gleich. We'll be right back.
So, Freunde, da bin ich wieder mit dem wandelnden Schloss. Ein wirklich wunderschönes, tolles Set, muss ich sagen. Super genial vom Mocker Designer umgesetzt. Martins Lego Designs hieß er, glaube ich. Also wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und ich schiebe es mal kurz beiseite und wir fangen wie immer mit der Anleitung an. Diese schön bedruckte Anleitung hier. Und diese Rückseite auch nochmal. Ja, ihr seht schon, lustigerweise geht es ja eigentlich so auf, aber ist so bedruckt von oben. Ja. Ansonsten, die Anleitung hat 75 Seiten, habe ich am Anfang, glaube ich, auch schon gesagt. Und ja, 7 Bauabschnitte, Tüten haben wir hier. Und ansonsten ist sie in Vollfarbe bedruckt und alte Bauabschnitte werden so ausgeblaut, ausgegraut. Das kennt man ja auch. Ansonsten ist sie aber sehr schön. Man erkennt alles wunderbar und sind aber auch relativ kleine Bauabschnitte, immer so 5-7 Teile im Schnitt pro Bauabschnitt. Also lässt sich wunderbar bauen. Dann, genau, Teileanzahl. Ich habe nicht genau im Internet finden können, die exakte Anzahl, wie viele Steine hier enthalten sind. Ich habe dann selbst nochmal alle nachgezählt und es sind 1239, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und es hat auch keiner dieser Teile gefehlt, zum Glück. Und es war hier so ein kleiner Haufen Steinchen überall, sieht so eine kleine Handvoll. So kleine Fliesen, so, kann man ja. Und dann habe ich hier noch 3 größere. Die allerdings jetzt, ja, die sind zwar über, allerdings, muss ich selbst mal gucken, auf, glaube ich, Seite 6 war es oder so. Ja, gleich hier vorne. Gleich ziemlich am Anfang, Baustelle 7, baut man nämlich den Lightbrick ein, der enthalten ist. Und falls man den nicht einbauen will oder ihn nicht hat oder wie auch immer, kann hier einfach mit diesen 3 Steinen quasi den Lightbrick ersetzen. Also man kann es bauen, mit oder ohne, sowohl als auch, wie man möchte. Und das finde ich sehr schön, dass hier diese passenden Steine gleich enthalten sind. Also das finde ich löblich. Dann Steine Qualität. Wir haben ja hier Set von Super Decay, auch wenn es wie immer nirgendwo draufsteht auf der Verpackung oder Anleitung oder so. Es ist aber von Super Decay und Super Decay benutzt normalerweise immer Gobrix-Steine und die sind bekanntlich ziemlich gut. Auch hier ist es der Fall. Klemmkraft und so weiter ist wirklich top, passt alles. Es sind minimale Kratzer auf den Fliesen oder auf den glatten Oberflächen, aber ich finde, es ist minimal, damit kann man durchaus leben. Der Rest ist allerdings wirklich 1A, da gibt es gar nichts zu meckern. Auch die Farben finde ich sehr schön. Dann, habe ich noch was vergessen zur Anleitung? Nö. Der Aufbau ist, ja, ich würde sagen, nicht schwer. Für mich war es einfach. Allerdings fehlen mir auch viele feine Sachen, deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz einfach. Sieht man ja, ist halt ein etwas filigraneres Set. Aber ist jetzt auch nicht schwierig zu bauen, wie ich finde. Und es sieht einfach wunderschön aus, wenn es fertig ist. Man fängt hier unten quasi an mit dem Boden des Schlosses und baut sich dann so langsam hoch. Denn rechts und links die Wände, vorne dieser Kopf. Und dann oben bis zum Dach. Dann baut man die Baseplate hier. Ich glaube, das war Tüte 6 oder sowas. Und danach diese ganzen kleinen, feineren Aufbauten nochmal. Allerdings habe ich die, ich habe erst das ganze Schloss gebaut, bis auf die Beinchen und dann die Baseplate und das Schloss da drauf gesetzt. Also kann man machen, wie man möchte. Ist ein bisschen stabiler so. Ihr seht schon, das schwebt hier quasi nur auf dieser einen Stange. Das sind so eine 3 Transclear, wie heißen die? Round Bricks. 2x2. Und innen drin ist noch eine Technikachse. Und es hält wunderbar, steht da auch drauf. Die Füßchen kann man ja so ein bisschen bewegen, wenn man will. Ein bisschen verstellen. Die hängen in so einem Kugelgelenk drin und kann man so ein bisschen drehen, wie man möchte. Ansonsten ist der Aufbau und die Stabilität finde ich ziemlich gut, dafür, dass es hier so ein kleines filigranes Set ist. Also, das kann man nicht meckern. Aber es ist ja auch logisch, es ist ein reines Vitrinenset und kein Spielset. Das sollte ja klar sein. So, dann gucken wir uns das Set jetzt nochmal genauer an im Detail. Also, es handelt sich hier um das Wandelnde Schloss aus dem gleichnamigen Anime. Habe ich jetzt ja schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt. Wer den Film noch nicht kennt, den Anime, sehr schön, kann man auf jeden Fall gucken und weiterempfehlen. Mir gefällt er sehr gut. Und ich finde, es ist sehr gut getroffen, wenn man sich die Vorlage anguckt. Wirklich schön umgesetzt. Also für diesen kleinen Maßstab wirklich toll, wie ich finde. Viele, viele Details. Also kann man echt nicht meckern. Guckt sich an. Ich finde es wirklich, wirklich wunderschön. Wir haben hier unten sogar den Eingang zum Schloss, wo Sophie reinhüpft. Wo sie hingeleitet wird. Hier vorne haben wir ihn von der Rübe. Ist nämlich auch enthalten, angedeutet.
Rübenköpfchen da. Und hier oben haben wir Haru in seiner Vogelflugform. Den könnte man jetzt auch noch hier oben hinsetzen, wenn man möchte. Gar kein Problem. Ja. Dann machen wir auf der Seite weiter. Ja, ihr seht schon, überall kleine Häuschen und so angedeutet und die ganzen, ich weiß gar nicht, Rohre und so weiter. Hier sind so ein Ausleger mit so einem Eimer dran und Dingen sind Windmühlen und extra Räume und so. Also man muss den Film gesehen haben. Wirklich genial. Von vorne sieht man durch den großen Kopf. Die zwei Äuglein, so wie eine Schildkröte, denke ich mal. Ja, oder? Könnte man sagen. Schildkrötenkopf. Auf dieser Seite haben wir eine kleine Besonderheit. Und zwar haben wir hier eine Tür, die man aufmachen kann. Und dann kann man ins Schloss hineingucken. Ja, man sieht jetzt nicht wirklich viel. Ich muss selbst noch mal reingucken. Ist nur so die Feuerstelle quasi zu sehen. Vom Calcifer. So hieß er doch, ne? Dem Feuerdämon. Und wenn man jetzt den Leitbrief drückt, der ist hier auf der Unterseite. Ich muss es jetzt einblenden, werdet ihr natürlich so nicht sehen. Den muss man so hochdrücken. Und ich weiß nicht, seht ihr es, ob es schon anders ist? Ich blende es natürlich in Größe ein. Dann geht hier innen das Feuer an. Dann leuchtet Calcifer quasi auf. Finde ich sehr schön gemacht. Lustige Idee. Bisschen schade, dass man halt den Knopf immer gedrückt halten muss, damit es leuchtet. Man muss auch ein bisschen doller drücken bei mir. Wenn ich so normal nur drücke, dann flackert ganz oft das Licht. Allerdings ist es auch nicht schlimm. Ist ja ein Feuer, flackert ja. Also finde ich ganz schön umgesetzt. Dann kann man einfach die Tür wieder zumachen. Ja, und mehr Funktion hat es ja natürlich nicht. Ist ja auch, ich finde, eher ein reines Vitrinenmodell. Dafür sieht es wirklich schön aus. Ich meine, guckt euch die ganzen Details an. Hier über die ganzen kleinen Häuserandeutungen, hier oben drauf auch. Also wirklich, wirklich toll gemacht. Oder Häuser sind es ja nicht, einzelne Räume, sagen wir es mal so. Ich bin begeistert und kann es wirklich nur weiterempfehlen. Preislich im Moment zwischen 70 und 100 Euro schwankt irgendwie ganz schön. Jedenfalls ein Top-Set, nicht ganz günstig, für 1239 Teile ungefähr. Aber für Fans des Animes oder wer auf sowas steht, es lohnt sich, Teile, Qualität, Aufbau und so weiter und das Aussehen am Ende ist wirklich schön. Einzigster Wermutstropfen ist halt wie immer, es ist ziemlich sicher ein geklauter Mock vom Mocker Martins Lego Designs. Ich weiß nicht, warum er alle die Anleitungen jetzt von Rebrickable runtergenommen hat und die Anleitungen nicht mehr verkauft. Wie gesagt, ob der vielleicht doch Geld von Super Decay bekommt, ja oder nein, ich weiß es nicht. Ich habe dazu nichts finden können. Allerdings verlinke ich euch natürlich unten nochmal in der Videobeschreibung den Link zu seinem Instagram-Account und irgendwo waren nochmal Bilder. Habe ich schon vergessen, aber ich verlinke es euch einfach mal, da könnt ihr die Originalbilder von ihm nochmal sehen. Ansonsten, ja, ein bisschen schade, dass die Anleitung nicht mehr verkauft wird oder vielleicht hat er trotzdem Geld gekriegt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, sehr schönes Set. Kleine Wermutstropfen, wie immer, dass es geklaut ist. Ansonsten kann man es aber wirklich weiterempfehlen, weil es wirklich sehr, sehr, sehr schönes und auch gute Steine hat. Also von mir beide Daumen hoch. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Abo, Kommentar freuen. Danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.